Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße euch jetzt kommen hier in Destiny 2. Ja, ich wollte heute jetzt eigentlich euch das Neue, was hier in Schmerzhügel angekommen ist, Prüfung von Osiris, ja, zeigen, aber geht bei mir nicht. Ja, geht bei mir nicht, das geht nur, wenn man mit zum Beispiel einem Team, also euren Clan-Kollegen oder so, oder Freunden halt in diese Dinge reingeht. Das funktioniert leider nicht bei mir. Meine Clan-Kollegen sind in anderen Spielen aktiv und ich will sie jetzt auch nicht dazu versuchen, überreden oder so. Leider, es tut mir leid, Leute. Die sind halt anderweitig beschäftigt. Es tut mir wirklich leid. Also entweder ich gehe jetzt hier im Überleben rein oder ich mache jetzt hier Kontrolle. Das überlege ich mir jetzt gerade. Ach komm, was soll's. Was soll's, wir machen jetzt hier Überleben. Mal sehen, ob überhaupt jemand da aufloggt, weil Überleben ist ein Modus, der ist richtig schwierig. Oh, okay, uns fehlt noch einer. Nicht jeder macht den Modus, also zumindest habe ich das jetzt in der Vergangenheit so kennengelernt, aber gut, ist auch ganz nice. Ja, das ist auch ganz nice, okay. Na, dann hoffen wir mal auf den Sieg. Aber gut, warten wir es mal ab. Ja, ihr habt ja jetzt durch diese neue Season 10, die wir jetzt haben, auch so extra Einblendungen hier mittendrin, damit das nicht so langweilig erscheint. Information, wenn man das zum 10.000. Mal gelesen hat, dann ist ein Wort wirklich wieder langweilig. Ich hätte da irgendwas anderes eingeblendet. Ja. Irgendwas anderes. Aber gut. Überleben. Okay, wie sieht's bei uns hier aus? Okay, ein Jäger ist mit dabei. Titan, glaube ich, habe ich gesagt. Stürze dich weiß in die Schlacht. Jede Eliminierung zählt. Wir sind hier auf die MP um. Die ist geil. Noch drei Leben. Warum muss ich jetzt gerade nachladen? Sauerei. Deine Leben hier auf deiner Seite. Ja, ich weiß. Du wurdest K.O. geschlagen. Scheiße. Ich bin weg. Eine Minute. Jetzt kann ich nur noch abwarten, was da raus ist. Diesmal nicht. Du wurdest besiegt. Yep. Das sehen wir. Okay. Die haben ein bisschen taktisch miteinander besser gearbeitet. Wir kommen der Gegner führt. Hol auf und mach sie fertig. Wo die hin, Jungs? Hier, da geht's lang. So hast du es ihm gezeigt. Noch drei Leben. Ah, verdammt. Das war ein bisschen schön. Du hast keine Leben mehr. Kämpfe trotzdem weiter. Du wurdest K.O. geschlagen. Aber. Oh, die haben jetzt. Okay. Facto. Beide Trupps haben keine Leben mehr. Zeig keine Gnade. Eine Minute. Es gibt keine zweite Chance mehr. Kämpfe bis zum bitteren Ende. Verdammte Sauerei. Du bist nah am Feind dran. Mach die Lücke zu. Ja. Noch drei
der Chico. Leben mehr. Kämpfe trotzdem weiter. Ja, komm, lass mal. Verdammte Axt, ey. Ich hätte gern 50er Magazin in den Ding. Dein Gegner hat triumphiert. Kein dieses Mal. Ich kriege mich voll aufs Maul. Halt an diesem Modus halt das Ätzende. Ich kann mich halt auch hier nicht richtig einspielen. Matchpunkt für deinen Gegner. Zeig ihm, dass dir das nichts bedeutet. Das klappt einfach gerade nicht. Weil es mich ärgert, dass es mit dieser Prüfung von Osiris nicht klappt. Super geschafft. Keine Chance. Da sind wir jetzt schon tot, alle Mann. Da sind wir schon tot. Du hast deinem Gegner das Licht ausgepustet. Oh. Du hast keine Leben mehr. Kämpfe trotzdem weiter. Du bist K.O. Verbündeten wurden eliminiert. Ja, der Leute, Feind das war's. Hat gesiegt. Wir haben verloren. Das ist scheiße gelaufen. Kann nun mal passieren. Das ist so der schwierige Punkt bei dem Überleben. Du hast den Sieg um Haaresbreite verpasst. Yep. Yep. Ich weiß. Was soll ich sagen, Leute? Das kann halt auch passieren. Ich kann nicht nur immer Siege bringen, ich muss mal Niederlagen zeigen. Dieser Modus ist das schwerste, so ein bisschen Tapferkeitsaufstieg gekriegt. Dankeschön. Darf ich jetzt hier? Okay, auch noch. Achso, wegen der Season 10, ja. Wie gesagt, Überleben, das ist sehr, sehr schwierig. Generell gesehen sollte man das eher mit seinen Teammates, Clan-Kollegen, Freunde, wer auch immer, ne, zusammen erledigen und dann miteinander halt mit TS kommunizieren. So randommäßig ist jetzt nicht so eine gute Geschichte, weil, ja, ich kann versuchen, mit denen zu kommunizieren, aber das Problem ist, vielleicht sprechen sie eine andere Sprache und können kein Englisch, ne? Und das habe ich schon öfters mal erlebt. Da habe ich dann da mit zwei Polen rumgehangen und keiner von denen konnte Englisch und mein Englisch ist jetzt auch nicht das allerbeste und dann hat gar nichts funktioniert. Und das hier war jetzt ungefähr, ja, deshalb tue ich da generell in diesen Sprachchat gar nicht mehr reinwechseln, weil meistens bringt es nichts. Das hier tut mir eher leid, das wollte ich euch eher zeigen. Ja, geht nur, wenn ich Teammates mitnehme, irgendwelche Clan-Kollegen mitnehme. Finde ich eher schade, dass sie das auf so eine Sache begrenzt haben. Ich hoffe, die besinnen sich nochmal von Bungie und sagen dann, wisst ihr was, wir machen ein Suchfenster, also ein Suchmodell mit rein, dass ihr dann mit randommäßig Leuten dann da zusammen in eine Runde geschickt werdet. Ja, da war jetzt dieses Siegel kaufen, damit ich bei dieser Prüfung mitmachen kann. Das war jetzt umsonst das Glimmer. Das hätte ich mir auch sparen können. Gut, die 25.000 kriege ich auch wieder rein, aber trotzdem ist es halt schade drum. Das ist echt schade. Werde ich vielleicht auch nie machen können. Wie gesagt, meine Clan-Kollegen, Teammate-Kollegen, ja, die zocken halt momentan was anderes und lassen sich dann da auch nicht belatschern. Ich will sie auch nicht in dem Sinn belatschern, dann gucken wir mal, wie es so demnächst läuft. Wenn einer von euch Interesse hat, ne, einfach mal sich melden. Ansonsten, ja, bleibt das erstmal lange Zeit ungesehen, bis dann irgendwann mal einer aus dem Clan halt Interesse, Lust und Zeit hat. Gut, ja. Tut mir leid, Leute.
tut mir wirklich leid. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das so eine begrenzte Chance ist. Ich habe gedacht, die haben aus ihren Fehlern gelernt, seit Destiny 1 damals, und haben das dann so weitläufig gemacht, dass das dann halt jeder mitspielen kann, jeder mitmachen kann. Aber letztendlich geht's nicht. Ihr müsst halt Leute einladen. Und wildfremde Leute jetzt als Freunde bezeichnen oder hier einladen, will ich auch nicht machen. Mal dazu, weil kannst auch nicht jeden trauen, ne? Ist auch so eine Sache. Gut, Knut. Ja, Leute, dann. Ich hoffe mal trotzdem, es hat Spaß gemacht, ne? Hier bei Überleben, auch wenn ich jetzt aufs Maul gekriegt habe und das mir gar nicht passt. Ich dachte, die Waffe, die ich da habe, die MP, die wäre eine ganz gute Idee. Ich meine, die hat Blitzableiter mit dabei. Ist eigentlich sonst ganz gut. Ist im PvP ganz gut. Kann man im PvE ist natürlich brachial. Aber naja, gut. Was soll's. Jo, dann, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzugucken. Wenn es das hat, dann lasst einfach mal ein Like da, ein Kommi da, ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Zockertag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.